Also das waren wirklich unerwartete Überraschungen. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Und heute zeigen wir euch unsere Auswahl der Top 10 Spiele aus 2019, die Erwartungen übertrafen. In dieser Liste schauen wir uns Spiele an, die Erwartungen übertrafen und zu unseren Lieblingstiteln des Jahres wurden. Nummer 10. No Man's Sky – Beyond. No Man's Sky war bei Release 2016 eines der enttäuschendsten Spiele. Im Stillen haben Hello Games an neuen Features und saftigen Erweiterungen gearbeitet. Mit der neuesten No Man's Sky Beyond ist das Spiel endlich geworden, was er vor 10 Jahren zu sein versprach. Planeten schwirren vor Leben, Spieler können sich mit anderen treffen und gemeinsam erforschen. Es gibt sogar eine Community nur für das Bauen der Basen. Wenn euch der ernüchternde Launch des Spiels enttäuscht hat, ist jetzt die Zeit für eine zweite Chance. Nummer 9. Cadence of Hyrule. Als Nintendo mit Cadence of Hyrule eine Kollaboration mit Brace Yourself Games angekündigt hat, haben wir einen Crypt of the Necrodancer mit Zelda-Skins erwartet. Was wir bekommen, war das Gegenteil. Cadence of Hyrule stellt sich als klassisches 2D-Zelda-Abenteuer heraus, das die rhythmusbasierte Mechanik von Necrodancer verwendet, und es klappt so gut. Das Spiel mischt Zeldas orchestrale Musik perfekt mit Necrodancers Techno-Dance-Stil, wodurch ein Soundtrack zum Mitwippen entsteht, zu dem ihr Octoroks, Puffstools und Bokoblins bekämpfen könnt. Und als wäre das nicht genug, gibt's in Cadence of Hyrule noch zusätzliche Charaktere und Spielmodi, um jede Runde einzigartig zu machen. Nummer 8. Blair Witch. Es gibt ein paar komische Momente, aber die Gründe pro Blair Witch überwiegen. Wofür sich die meisten Horrorgames auf Jumpscares und Gore berufen, schafft Blair Witch auch ganz lässig ohne. Irgendwann fragt man sich, ob man wirklich die ganze Zeit Fehler macht oder dass das Spiel ist. Der Horror entsteht genau wie in den Filmen. Das, gepaart mit einzigartigen Rätseln und Good Boy Bullet, ergibt eine schreckend immersive Erfahrung. Nummer 7. Tom Clancy's The Division 2. The Division brauchte eine Weile, um ein gutes Spiel zu werden. Als es bei der E3 2018 angekündigt wurde, fragten sich viele Fans, ob Ubisoft aus vorangegangenen Fehlern gelernt hatte. Und die Antwort war ein klares Ja. The Division 2 bietet variantenreiche Missionentypen und Schwierigkeitsgrade, um größere, bessere Belohnungen zu bekommen. Die meisten der Waffen und Gadgets, die ihr findet, machen super Spaß. Und man entwickelt mit dem Upgraden des Charakters verschiedenste Taktiken damit. Wenn du und deine Freunde einen neuen Looter-Shooter braucht, liegt ihr mit The Division 2 ganz richtig. Nummer 6. World War Z. Keep coming! Oberflächlich gesehen zielt World War Z auf die Lücke ab, die die Left 4 Dead Spiele einst füllten. Tatsächlich ist dieser lizenzierte Titel aber sehr viel mehr. World War Z folgt durchaus der linearen Struktur von Left 4 Dead, mischt sie aber mit Segmenten, in denen man sich mit Geschütztürmen verteidigen muss, auf. Mowing them down. Variierende Gegner und Schwierigkeitsgrade halten das Gameplay frisch und geben Gründe zum Wiederholen alter Missionen. World War Z ist wirklich ein solides Spiel. Lasst nur die Finger vom PvP. Fire, huh? Nummer 5. Control. Control hatte durchaus seine Probleme, technische Schwierigkeiten und ein wirres Narrativ zum Beispiel. Aber das Spiel zeigt, dass die Entwickler von Remedy Entertainment ihre Schwächen ausgleichen können. Nicht nur die Maps sind bizarr und unheimlich, auch das Kämpfen ist eine aufregende, explosive Erfahrung. Jedes Upgrade, jede neue Fähigkeit verwandelt eure Gegner in spektakuläres Chaos. Ähnlich wie bei Sucker Punch in Famous-Spielen. Ihr müsst keine Remedy-Fans sein, um Control zu mögen.
Nummer 4. Earth Defense Force, Iron Rain. Dieses Franchise, einst Stammgast in der Grabbelkiste, hat sich wirklich gewandelt und ist eines der spaßigsten Action-Games seit langem geworden. In Earth Defense Force Iron Rain führt ihr eine Truppeneinheit an und bekämpft riesige Insekten, Roboter und Aliens. Ja, es ist völlig lächerlich, aber wie viele Spiele schaffen es, etwas Geschmackloses nicht gleichzeitig cringy zu machen? Mit diversen Waffen, Leveldesigns und Charakterklassen liefert Iron Rain genug Spaß, um über technische Fehler hinwegsehen zu lassen. The monsters leaving. Nummer 3. Apex Legends. Stellt euch die Enttäuschung in unseren Gesichtern vor, als wir gehört haben, dass das nächste Titanfall-Spiel ein Battle Royale werden sollte. Aber Apex Legends hat Skeptiker zum Staunen gebracht und diverse neue Features eingebaut. Das flexible Ping-System erlaubt blitzschnelle Kommunikation, auch bei mikrolosen Spielern. Sliden, Seilbahn und Balance machen Fortbewegung und Kämpfe schneller und vielseitiger. Reloading. Oh, und das Respawn-System hat uns mehr Gründe gegeben, nach unserem ersten Tod dabei zu bleiben. Sogar Fortnite hat Wochen später ein ähnliches eingebaut. Nummer 2. Tetris 99. Apex Legends würde nicht die einzige Überraschung im Februar bleiben. Nur Wochen nach Respawns Battle Royale bringen Nintendo und Akira ein Spiel heraus, über das wir alle nur lachten und nie zu sehen erwartet hätten. Tetris 99 wirft dich und 99 andere Spieler in einen Tetromino-Krieg, in dem jede eurer vervollständigten Reihen dem Gegner eine Welle Hindernissen schickt. Das Spiel ist so erfolgreich geworden, dass es üppige Updates und DLCs erhalten hat, die individualisierbare Avatare, Daily- und Weekly-Challenges und einen Elite-Modus namens Tetris 99 Invictus eingeführt haben. Und ja, der ist unschaffbar schwer. Bevor wir weitermachen, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Nummer 1. Untitled Goose Game. Das Spiel ist noch nicht lange draußen, aber Untitled Goose Game ist dank seiner charmanten Optik schnell ein Medienliebling geworden. Hier könnt ihr eurer Inneren ganz endlich freien Lauf lassen. Ja, das Spiel ist nur ein paar Stunden lang, aber es macht riesigen Spaß. Jedes Gebiet gibt uns eine To-Do-Liste und lässt uns Schabernack in der Kleinstadt treiben. Den Schlüssel des Gärtners klauen, ein kleines Kind terrorisieren, eine Fehde zwischen Nachbarn entfachen und in eine Kneipe einbrechen. Außen süß, innen teuflisch. Untitled Goose Game hat Chancen auf unser Spiel des Jahres.